Sura 56 Al-Waqia, das Ereignis, offenbart zu Mekka 96 Ayat. Im Namen Allahs, des Allerbarmers, des Barmherzigen. Wenn das Ereignis eintrifft, gibt es keinen, der sein Eintreffen verleugnen könnte. Dann wird es die einen erniedrigen, andere wird es erhöhen. Wenn die Erde heftig geschüttelt wird und die Berge gänzlich zerbröckelt werden, dann sollen sie zu weithin zerstreutem Staub werden. Und ihr sollt in drei Gattungen gegliedert werden, in die zur Rechten. Was wisst ihr von denen, die zur Rechten sein werden? Und in die zur Linken. Was wisst ihr von denen, die zur Linken sein werden? Und in die Vordersten, sie werden die Vordersten sein. Das sind die, die Allah nahe sein werden in den Gärten der Wonne. Dies sind eine große Schar der Früheren und einige wenige der Späteren. Auf Polstern, die mit Gold durchwoben sind, lehnen sie auf diesen einander gegenüber. Bedient werden sie von Jünglingen, die nicht altern, mit Bechern und Krügen aus einer fließenden Quelle. Keinen Kopfschmerz werden sie davon bekommen, noch wird ihnen das Bewusstsein schwinden. Und Früchte, die sie sich wünschen, und Fleisch vom Geflügel, das sie begehren, und Huris, wohlbehüteten Perlen gleich, werden sie erhalten als Belohnung für das, was sie zu tun pflegten. Sie werden dort weder leeres Gerede noch Anschuldigung der Sünde hören, nur das Wort Frieden, Frieden. Und die zur Rechten, was wisst ihr von denen, die zur Rechten sein werden? Sie werden unter dornlosen Lotusbäumen sein und gebüschelten Bananen und endlosem Schatten, bei fließendem Wasser und vielen Früchten, die weder zu Ende gehen noch für verboten erklärt werden, und auf erhöhten Ruhekissen. Wir haben sie, die Huris, in herrlicher Schöpfung gestaltet und sie zu Jungfrauen gemacht, zu liebevollen Altersgenossinnen, derer zur Rechten. Dies sind eine große Schar der Früheren und eine große Schar der Späteren. Und die zur Linken, was wisst ihr von denen, die zur Linken sein werden? Sie werden inmitten von glühenden Winden und siedendem Wasser sein und im Schatten schwarzen Rauches, der weder kühl noch erfrischend ist. Vor diesem Schicksal werden sie in der Tat mit Wohlleben verwöhnt, und sie verharrten in großer Sünde. Und sie pflegten zu sagen, wie, wenn wir tot sind und zu Staub und Gebeinen geworden sind, dann sollen wir wirklich auferweckt werden, und unsere Vorväter auch? Sprich, wahrlich, die Früheren und die Späteren werden alle zur gesetzten Frist eines bestimmten Tages versammelt werden. Dann, o ihr Irregegangenen und Leugner, sollt ihr vom Baume Zakum essen und damit eure Bäuche füllen und darauf von siedendem Wasser trinken. Dann trinkt ihr, wie die durstigen Kamele trinken. Das wird ihre Bewirtung am Tage des Gerichts sein. Wir haben euch erschaffen, warum wollt ihr dann nicht die Wahrheit zugeben? Habt ihr betrachtet, was euch an Sperma entfließt? Erschafft ihr es, oder sind wir die Schöpfer? Wir haben für euch den Tod verordnet, und wir sind nicht unfähig dazu, an eurer Stelle andere wie euch hervorzubringen und euch in einen Zustand zu versetzen, den ihr nicht kennt. Und ihr kennt doch gewiss die erste Schöpfung. Warum also wollt ihr euch nicht besinnen? Habt ihr betrachtet, was ihr aussät? Seid ihr es, die es wachsen lassen, oder lassen wir es wachsen?
könnten wir es in brüchiges Zeug verwandeln, dann würdet ihr nicht aufhören, euch zu beklagen. Wir sind zugrunde gerichtet, nein, wir sind beraubt. Habt ihr das Wasser betrachtet, was ihr trinkt? Seid ihr es, die es aus den Wolken niedersenden, oder sind wir es, die es niedersenden? Könnten wir es bittersalzig machen. Warum also dankt ihr mir nicht? Habt ihr das Feuer betrachtet, das ihr entzündet? Seid ihr es, die den Baum dazu hervorbrachten, oder sind wir dessen Urheber? Wir haben das Feuer zur Ermahnung vor der Hölle erschaffen und zum Nutzen für die Wanderer durch die Wildnisse. Darum preise den Namen deines allmächtigen Herrn. Ich schwöre bei den Stationen der Sterne, und wahrlich, das ist ein großer Schwur, wenn ihr es nur wüsstet, dass dies wahrlich ein edler Koran ist in einer wohlaufbewahrten Urschrift. Keiner kann sie berühren außer den Reinen. Sie ist eine Offenbarung vom Herrn der Welten. Wollt ihr denn gegenüber dieser Verkündigung undankbar sein? Und dass ihr sie leugnet, soll euer Dank sein. Warum wohl, wenn die Seele des Sterbenden zur Kehle steigt und ihr in jenem Augenblick zuschaut? Und wir sind ihm näher als ihr, nur dass ihr es nicht seht. Warum wohl, wenn ihr nicht zur Rechenschaft gezogen werden sollt? Zwingt ihr sie doch zurück in den Leib, wenn ihr wahrhaftig seid? Wenn er nun zu denen gehört, die Allah nahe sind, dann wird er Glückseligkeit genießen und Düfte und Gärten der Wonne. Und wenn er zu denen gehört, die zur Rechten sind, wird ein Friede sei auf dir von denen, die der Rechten angehören, zugerufen. Wenn er aber zu den Leugnern, Irregegangenen gehört, dann wird ihm eine Bewirtung mit siedendem Wasser zuteil und brennen in der Jahim. Wahrlich, dies ist die Wahrheit in aller Gewissheit. Lobpreise darum den Namen deines allmächtigen Herrn.